Wenn keine So. Widerworte kommen, wird er dann wahrscheinlich in der nächsten Runde anfangen zu laufen. Oder habe ich diese Runde noch eine Aktion? Du bist mit der 11 dran. Du musst jetzt eine Aktion hinter dich bringen, kannst gleich meinetwegen zwei Aktionen hinter dich bringen. Also eine Aktion Position, dann kannst du mit der zweiten Aktion schon gleich anfangen mit deinem Zauber, wenn du willst. Dann fange ich an mit einem Acceleratus. Gut. Rodrigo, 15, du bist dran. Ja, Rodrigo muss zuerst. Jan steht noch neben ihm mit dem Dings in der Hand, ne? Ja, da wir hier vorne gerade die vorderste Front darstellen, wird Rodrigo einfach stehen bleiben und ja, das, was da kommt, möglicherweise parieren. Er wird seine Angriffsaktion wird sozusagen verfallen. Also Obwohl, ich spare sage dich die. meine Angriffsaktion an und wandle die um in eine Defensivaktion. Das Okay, heißt, also ich mache drei maximal Paraden. drei Paraden. Gut. Kasim ist dran. Ja, Kasim weicht gen Lager zurück und ich sag ein defensives Umwandeln an, Fall der Fälle. Wo stehst du gerade? Ich bin beim Lagerfeuer. Ja, ich sehe es, okay. Dann ist Evadaios dran. Ich orientiere mich. Du orientierst dich für mehr Inni? Genau, für mehr Inni. Gut, dann sind jetzt die Krabbenmenschen dran. Die Krabbenmenschen bewegen sich. Ich möchte vorziehen. Okay, du Und ziehst vor. dem ersten herankommenden Fall zwischen die Augen setzen. Gut, dann darfst du schießen. 20 Meter. Das ist auf jeden Fall getroffen, denke ich. Das sieht gut aus. 20 Meter mache ich plus 2 Schaden. Sind Das die angesagter rüstungsdurchbohrend oder Kopftreffer? so? Wie bitte? Sind die rüstungsdurchbohrend oder sowas? Sind rüstungshalbierend, ja. Rüstungshalbierend, okay. Die haben einen Rüstungsschutz von 5. Also mal Nein. bitte, die Lebenspunkte abziehen. Das wäre ganz cool, wenn ihr das für mich machen könnt. Dann kann ich mich weiter handeln. Wahrscheinlich auf diesen hier geschossen, ne? Ja, wie gesagt, den ersten, der rankommt. Okay, War ja, das ein der bewegt angesagter sich jetzt. Kopftreffer? Nein, Das war es war nicht. keiner, denn den würde ich Okay. im Leben nicht treffen. Gut, dann bewegen die sich. Wie viel Schaden habe ich gemacht? 8 minus 3 sind 5. Was sind das denn? Mein Effort. Heute gibt es wieder Meeresfrüchte zu essen. Okay. So ein Sack. Jalan hat er vorgezogen, Krabbenwesen waren dran, Wascher ist dran, Wascher beginnt zu zaubern. Wie lange dauert der Acceleratus? Zwei Aktionen, das heißt, ab nächster Runde bin ich frei. Gut, dann bist du auf der 35. Ich habe ja noch eine Aktion. Ja, möchtest du was tun? Du bist jetzt dran. Ja. Ich möchte natürlich nach dem, also anfangen nachzuladen, über die Schulter nach Myria brüllen. Myria, Schild! Myria, wo ist sie? Hier. Alles klar. Myria greift Schild und das dauert natürlich ein bisschen. Ja, Liegt und irgendwo Schild rum. greifen, aufstehen wahrscheinlich, ne? Genau. Aktion Runde rum. Richtig. Evadaios, was tust du? Ich brauche noch eine verbleibende Aktion und ziehe meinen Effortbart. So, dann nächste Kampfrunde. Die Leute haben sich bewegt, diese Chimärenwesen. Ihr könnt sehen, wie sie einen menschlichen Oberkörper haben. Ist das ein Mensch oder ein anderes Wesen? Und einen Unterkörper einer Krabbe, zusammen mit den Scherenhänden und einem mächtigen Kriegshammer, den sie schwingen, der allerdings ein bisschen verrostet ist. Brindigian müsste jetzt handeln, es sei denn, also das ist jetzt wieder diese Regel. Wascher kann immer vorziehen und immer handeln, wenn sie das machen möchte, weil sie jeden anderen übertrumpfen könnte mit ihrer Ini. Brindigian, was willst du tun? Brindijan will seinen Zauber beenden auf Yalan. Der hat ja schon eben angefangen, so ein bisschen gestikulieren und spricht jetzt: Acceleratus Blitzgespenst, fliegt er hin wie Laub im Wind. Dann nochmal den Zauber wirken. Wir hoffen, dass er durchgeht. Rodrigo, du musst handeln. Die Angriffsaktion wird benutzt, um 8 Meter in diese Richtung zu gehen. Ich habe keine Bewegung hier. Richtung zur Maraske. Zur Maraske, ja. Nicht, Okay. dass sie alleine gegen zwei Krabbenmenschen steht und wir die Maraske fallen. Das wäre das Schlimmste, was uns wahrscheinlich passieren kann. So. Krabbenmenschen ziehen einfach mal vor. Stopp, ich will auch dahin rennen. Alles Mein klar. Ini-Basis wird verdoppelt. Wascher,
Genau, die INI-Basis wird verdoppelt und der W6 bleibt nur noch bestehen. Ich habe ihn mal gezogen, ich weiß nicht, wie weit ich komme. Da oben hin, Frosty, weil ich bin ja auch schneller, deswegen weiß ich nicht genau. Ja, deine Geschwindigkeit müsste irgendwo bei... Du kannst in einer Aktion 16 laufen oder in, wenn du alle Aktionen aufgibst für einen Sprint, sozusagen, kannst du natürlich das Dreifache von 16 laufen. Ja, ich möchte erstmal, weil ich ja noch nicht kämpfen möchte. Du warst gerade ungefähr hier, das heißt, das ist ungefähr eine Aktion, die du bis hierhin brauchst. Okay, ja, dann... Dann hast du noch eine Aktion offen und noch deine drei freien Aktionen. Wenn ich sehe, dass Rodrigo da hinrennt, zu der Maraske... Nee, rennt oder nicht, er scheint sich schnell zu bewegen. Ja, und ich möchte quasi mit ihm in die Richtung da. Also ich würde quasi dann, wenn ich es schaffe, ja, anscheinend geht. So weit bis dorthin. Ja, das geht. Also du dahin. Siehst auch, wo er hin will, genau. Ja. Rodrigo war durch Kasim. Ja, Kasim sucht Schutz in der Masse. Also bleibt ungefähr dort, wo er ist, momentan. Die Krabbenwesen werden... Frage stellen. Ja. Wenn die sich jetzt so bewegen, sieht das so aus, als würden die auf dem Nahkampf euch weiter herankommen? Du kannst gerne mal eine Kriegskunstprobe würfeln. Das könnte halt sein, dass sie nicht unbedingt auf Endkämpfen. Vielleicht auch nicht. Mein Lieblingstalent. 12 THB über. Am Land bewegen sie sich genauso schnell wie im Wasser oder im Sumpf, weil sie dann einfach seitwärts gehen, wie Krabben das eben so tun. Gerade Herr Verdaios weiß, wie sich Krabben bewegen. Diese Wesen können dich natürlich auf S mit ihren Scheren angreifen und auf N mit ihrem Hammer. Also werden sie das, wenn sie sich jetzt gleich bewegen, schaffen? Wenn sie an dich herankommen, musst du gucken, was sie machen. Also die Frage, kommen sie an dich heran? Nee, hast du schon gesehen, die haben sich bewegt und sind noch nicht an dir heran. Kasim ist durch, Ephadaios. Ich gehe mit einer Aktion 8 Schritt in diese Richtung und rufe dann noch, ich habe ja eine zusätzliche freie Aktion, weil ich so eine Ruhe nie habe. Magister Kasim, brennt die Viecher zugrunde! Gut, dann muss ich jetzt Wascher handeln. Ja, wie viel Aktion habe ich jetzt gebraucht, um da hinzukommen? Du hast jetzt, du hast vorgezogen, du hast jetzt noch 3 freie Aktionen, quasi 3 Meter, die du machen könntest. Ja, Waffe ziehen und die 2 Schritt quasi nochmal darüber vor die, das Viech da. Das waren jetzt mal schon 3,2 Schritt. Entschuldigung, dann so weit. Das wird doch extra angezeigt, wenn man seinen Token zieht, wie weit man zieht. Ach so. Das Token ziehst, genau, das sind dann 1,7 Schritt, ja. So, Jalan. Ich lade 2 Runden. Warte. Beziehungsweise ich lade noch eine Runde nach, damit ist der Bogen geladen und dann noch die eine obligatorische zum Ziel und damit ich nächste Runde schießen kann. Gut. Ich möchte dann nächste Runde auch direkt vorziehen. Okay, Brindigian ist dran, nächste Kampfrunde, Stopp, Jalan zieht vor. Ja, Pfeil. Ich möchte noch vor Jalan. Nein, das geht Jalan nicht. Ist auch akzeleriert. Achso, verdammt. Na gut, dann mach. Gut, Pfeil, triff, Krabbenmensch. Genau, die Entfernung hat sich verringert, könnte sein, dass du mehr Schaden machst. Oh, dann kriege ich auch eine Erschwernis. Ist der weniger als 10 Schritt? Misst es nach. Achso, richtig, hier sind ja 2 Scale. Nein, ist er nicht. Alles klar, komm schon, Papa braucht eine. Fick dich doch! Sorry. Ja, du darfst den Schaden wieder abziehen, wenn du den gleichen Krabbenmensch angreifen willst. Ich glaube, das macht Sinn. Ja. Du hast vorgezogen, dann dürfte Brindigian, es sei denn, Wascher will weiter vorziehen. Ja. Gut, Wascher. Ich möchte umwandeln und das Viech zweimal hauen. Also zweimal mit deinem Dolch im, du willst wahrscheinlich auf, nicht N ran, sondern auf H, wie Handgemenge. Verkürzen, genau, ja. Okay, ja, mit deiner Initiative, die weit über der Krabbenmenschen liegt, kannst du auf alle Fälle ein- und herrennen, das ginge. Dann stehst du ohne Probleme in Distanzklasse H und kannst zweimal, Moment, du hast jetzt 1, 2, 3 Schritte, 2 Schritte reichen.
kannst zwei Schritte gehen, hast dann noch eine freie Aktion und kannst dann jetzt zweimal zustechen. Die eine ist nicht erschwert und die andere um 4, weil du umgewandelt hast. Wandel nicht um. Wandel nicht offensichtlich um. Doch nicht umwandeln? Mach das nicht. Hä, hey, aber ich dachte, das wäre gut. Mach das jetzt nicht. Weil ich die Aktion schon frei habe, die war freie Aktion. Du hast zwei freie Aktionen schon verbraucht. Du hast momentan noch zwei freie Aktionen und eine Ausweichparade. Wenn die Viecher offensiv umwandeln, könnten sie theoretisch 4 Attacken reinhauen. Wenn sie aber aus irgendeinem Grunde dämonisch verseucht sind, mehr Attacken haben, dann kann es sein, dass du einfach tot da liegst. Also das Tolle ist, dass die sich jetzt, also Krabbenmensch hier, der muss sich gar nicht mehr bewegen. Das ist jetzt das Tolle, der kann jetzt mich direkt angreifen. Ach, aber du hast einmal... Mit dem Umwandeln, ja, kannst du machen. Einmal Attacke. Ausweichen. Go, go, einmal Attacke. Mach eine Attacke und dann hebst du das Rest auf. Nach der ersten Attacke, nach der ersten Runde siehst du dann auch, wie effizient du bist und wie effizient die sind. Jo, okay, dann kannst du dann zu Schaden machen. Und die Trefferzone auswürfeln. Nee, dein Dolch müsste normalerweise auch eingetragen sein. Ist er auch. Dann musst du mal Doppelklick auf den Dolch machen. Also auf den Schaden vom Dolch. Bei Kampf ist das dann. Kampfbogen. Ach so, ja. Dann, wenn du möchtest, kannst du die 3 nochmal neu würfeln, einfach indem du Doppelklick auf den Dolch machst. Im Nachkampf. Aber ich dachte, ich führe den Dolch über Raufen. Nee? Ja, genau. Du führst den Dolch über versteckte Klinge über Raufen in Distanzklasse H. Einfach Schaden vom Dolch klicken. Dann. Okay. Ansonsten, hier, also... Hier, wo Trefferpunkte steht, oder was? Genau. Ja, Trefferpunkte steht, aber der schwarze Würfel ist Doppelklicken drauf. Wenn du weniger würfelst, ist halt egal, aber so... Genau, Schaden so. Durch Dolch. Alles klar. Hat er keine Modifikation, kein Plus 1 oder sowas? Eigentlich schon, aber es ist ja irgendwie nicht eingetragen. No, normal, wenn du das alles richtig gemacht hast, müsste das eingetragen sein, ja. Aber okay, weiß, was hat ein Dolch? 1W6 plus 1, ne? Oder plus 2? Ja, ich habe gerade nachgeguckt, 1 plus 1. Ja, dann kannst du sehen, wie du über den Krabbenpanzer hinübergleitest und gar nichts passiert. Jetzt stechen. So, Wascha ist durch, die Krabbenmenschen ziehen vor. Es sei denn, Ferdarius kann noch was machen. Nee. 3, 2, 1, alles klar. Die Krabbenmenschen bewegen sich. Ah, hier, der jeweils das sifalosianische Kaninchen nochmal tot. Warum nicht? Und dann haben wir hier eine Aktion Position zu Wascha. Und Krabbenmensch Nummer 1 greift Wascha an. Diesmal mit dem Hammer, weil ja mit den Scheren ist es ein bisschen ungünstig. Sie treffen aber auch nur auf die 9. Ist ja nix. Ja, aber getroffen. Au. Dann darfst du jetzt versuchen, entweder zu parieren, das ist ein Kriegshammer, oder darf auszuweichen. Nicht. Denk dran, dass du akzeleriert viel aufs Ausweichen kriegst. Ja, aber du darfst mit Dolchen keine 2 in den Waffen parieren. Nur ausweichen. Ansonsten bekommst du jetzt 2W6 plus 7 und das ist, glaube ich, sehr ungesund. Aber ist ja auch Handgemenge, ne? Richtig. Ja, aber also die Distanzklasse ist ja schon drin. Aber ist das ein gezieltes Ausweichen? Also ein gezieltes Ausweichen ist jetzt erschwert um 8 und ein nicht gezieltes Ausweichen ist nur erschwert um 4. Ein nicht gezieltes Ausweichen kostet aber 4 Initiative. Ein Ausweichen für dich ist grundsätzlich erleichtert um 4 und wegen deiner hohen Initiative nochmal um 2. Das heißt, aktuell hast du 6 Punkte Erleichterung auf das Ausweichen. Du kriegst entweder 4 Punkte oder 8 Punkte Erschwernis. Okay, und ich habe einen Ausweichwert von 14. Musst du dich entscheiden, wie du ausweichen willst. Du kannst einmal gezielt ausweichen für sozusagen. Ich bin so gut ausgewichen. Aber gezielt ausweichen kostet eine Aktion. Eine Warum normale. Hat die 1 jetzt nicht angezeigt? Ich habe doch in das scheiß Kästchen gewürfelt. Wenn du das Kästchen würfelst, zeig dir denen nur das Kästchen an. Scheiße, ich hatte vorhin eine 1, egal. So oder so. Mir hat da eben die 17 angezeigt. Du musst 8, aber vor, 8 du musst vor deinem Wurf eigentlich ansagen, was für ein Ausweichenwert, was für ein Ausweichentypen du machst. Das mit dem Vierer Erschwernis. Okay, gut, dann verlierst du jetzt. Dann gehst du auf 31 runter. Das heißt, du verlierst aber noch keinen weiteren Punkt. Weil du hast ja im Endeffekt, du bist jetzt auf 31. Genau. Mhm. Gut, der erste Krabbenmensch hat er vorgezogen und ich greife jetzt nicht nochmal an. Könnte er machen, aber ich tue es nicht. Der zweite hat eine Aktion Position gemacht, der könnte auch nochmal angreifen. Er wartet aber eher auf Leutnant Ramirez, denn der kommt auch gleich nochmal dazu. Brindigian, 11. Brindigian geht erstmal
Weiß kann, man nicht jetzt, kann man jetzt freie Aktion machen, oder? Eine freie Aktion, ein Schritt, genau. Genau, und fängt dann wieder an zu zaubern. Fängt jetzt an, so mit den Händen über die eigene Brust zu reiben. Wird ein Armatrotz, dauert 3 Aktionen. So, nach der 11 kommt Rodrigo. Ja. Rodrigo wird eine Aktion in diese Richtung laufen und seine 2 Paradeaktionen behalten. Mhm. Er ruft noch mit einer freien Aktion: Schützt die Maraske. Kasim. Ja. Kasim setzt sich jetzt in Bewegung und zwar nach hier. So, da. Dann kommt jetzt ein Scherenangriff von Krabbenmensch 53 auf die Maraske und ein Kriegshammerangriff auf Wascher, weil Rodrigo. Das sind alle nur Krabbenmenschen, ne? Ohne Zahn. Achso, okay, die haben, das ist ein GM-Name. Also das hier, der greift die Maraske an und der andere Wascher, weil du nicht in Reichweite bist. Das sind 2 Attacken, 2-mal auf die 9. Könnte einen Sturmangriff machen. Ja, schnapp, schnapp, beziehungsweise mit dem Kriegshammer. Vorbeischlaget. Da sind 20 dabei. War noch ein Kontrollwurf? Tiere, also es ist kein Tier, es ist nicht mehr, ich weiß gar nicht. Braucht ihr doch einfach, es war kein Patzerpunkt. Ja, also ich würfe jetzt nicht jeden. Ah, ich hatte auf einen kritischen Eigentreffer gehofft. Gut, dann wird Porkwurm unten angegriffen. Schauen wir mal an, ob da irgendwas passiert. So, dann sind die Chimären durch. Der Fadaios ist dran. Der Fadaios hatte sich noch nicht bewegt. Ich sprinte nach vorne. Also noch nicht in den Nahkampf, sondern ja, quasi vor den Nahkampf. Haben die sich nicht diese Runde schon mal bewegt? Die haben doch vorgezogen. Nee, die hier unten hat. So, Fadaios ist gesprintet. Du stehst noch. Du stehst jetzt in S oder wie? Noch gar ja, keine Reichweite. Ja, mit dem hier im S, mit dem unteren NS. Okay, mit dem unteren NS. Dann hast du 2 Aktionen aufgewandt. Könntest noch weiter springen, sprinten, aber willst du nicht. Wascher ist auch fertig und Realen ist auch fertig, die haben vorgezogen. Ja, ich habe noch eine Aktion, die wird natürlich fürs. Ja, ich mach's noch mal fürs Nachladen aufgewendet. Gut. Nächste Kampfrunde, Brindijan 11. Brindijan beendet dann seinen Zauber. Mit ausgerichtet Armatrotz, Schild und Schutz. Ja, mal Würfel. Ja, bin dabei. Genau. Aber das wird nix. Schicksalspunkt hast du schon benutzt. Hab ich schon benutzt, ja. Kein Glück, dann ist das einfach nur Hälfte ASP weg. Rodrigo. Ja, Rodrigo ist im Zugfang. Er wird eine Aktion hinmachen. Sozusagen sich auf das ganze S ranstellen, damit er sozusagen keine gezogen bekommt. Und ja, seine Paradeaktion. Aber das habe ich gerade gesehen, das waren 2,1 Schritt. Das mache ich mit 2 freien Aktionen. Mich da sozusagen ranstellen auf Distanz S und dann habe ich eine Attacke Parade offen, dann würde ich einmal Attacke zum Unterlaufen machen. Attacke zum Unterlaufen, die Dinger ziehen vor, beziehungsweise der erste Krabbenmensch zieht vor und würde dich gerne auf S mit den Scheren angreifen. Jo, kein Thema. Das würde gelingen. Das ist mein Schicksal, das nachzuwürfeln. Hattest du nicht schon Schicksalspunkte? Nein. Nee, hattest du nicht gemacht. Hatte er nicht. Ich wollte dich zwingen, aber das hast du nicht gemacht, stimmt. Dann hast du jetzt, eine glückliche Parade hinter dir. Ja. Gut. Das war sein vorgezogenen, dann ziehe ich alle Krabbenmenschen vor, ein Angriff auf Wascher. Wascher, möchtest du vorziehen? 3, 2... Ich möchte vorziehen, ich habe aber noch eine Frage. Ja? Wenn ich jetzt noch einen zweiten Zauber wirken will, während der Axelhard schon aufrechterhalten ist, wie ist denn die Erschwernis nochmal? Ich könnte aufrechterhalten ist
2, wenn du musst, ich mich nicht täusche. Du musst den Acceleratus nicht aufrechterhalten. Du hast den einmal gezaubert, der geht für so und so viele Kampfrunden. Genau, und jetzt bist du. Du musst dich ja nicht weiter konzentrieren. Ach so, dann möchte ich nämlich gerne noch einen zweiten Zauber machen, ja? Kannst du machen. Aber wenn der mich beachte erst anzeigt, möchte ich einmal ausweichen vorher. Dann versuch nach hinten auszuweichen, das geht, du kriegst aber einen Passierschlag. Warte, Acceleratus ist aber aufrechterhalten. Sicher? Ja. Acceleratus aufrechterhalten, jeder neue Zauber plus 3 Punkte Erschwernis. Aufrechterhalten. Dann lerne ich das jetzt nicht, dann wie gesagt, Zauberdauer beachten. Einfach mal aus und du dann kannst nach hinten ausweichen, wenn du willst. Gut. Ich bin nach der Erschwernis, damit ich nicht noch mehr Ini verliere. Okay. Ja. Das war ein W8. Verdammt. Oder ein W12, glaube ich. Nur ein W12. Perfekt. So. Kein Problem. Ja, dann, also er wollte dich angreifen, muss ich dich gar nicht überwürfeln, kannst du zumindest nach hinten springen. Umgewandelt, er greift noch einmal die Maraska an, dann mache ich den einmal fertig. Den Scheren schafft er nicht. Der andere Krabbenmensch greift dann Elvadaios auch auf S an, dann haben wir den auch durch. Das würde ich sagen. Dann hat er keine Parade mehr offen, das ist schön. Richtig? Die können eben. Was hat er denn für Distanzklassen? Also mit was greift er an, mit dem Hammer oder den Scheren? Du stehst auf S, also greift er mit den Scheren an. Okay. So, und dann bewegt sich dieser Krabbenmensch dahin. Und dieser greift zweimal an, einmal Borgwurm, einmal Potro und einmal Myriad. Ich würde gerne vorziehen, bevor einer es tut. Ja. Und zwar riskiere ich den Schnellschuss. Und möchte ihn noch ein letztes Mal mit einem Pfeil auf ihn schießen. Oh, das ist getroffen. Ja, jetzt will ich den hier oder den hier? Den, der unten an unserer Linie steht. An diesen den auf 13 Schritt und ein paar zerquetschte. Der geht sich an den Borgwurm bettelt. Okay, gut. Ja, ziehen wieder die Lebenspunkte ab. Welche Wunschschwelle die haben? Ja, weil ich habe ja um 2 verringert. Könnte sein, dass man da rankommt. Nehmen wir einfach mal eine Gefahrenstufe von 15. Also, wenn du 15 Schaden machst, dann können wir über eine Wunde reden. Myria wird angegriffen. Myria hat noch dein Schild in der Hand. Und sie schafft es nicht zu parieren. Das wird wehtun. 2W6 plus 7. 17. Oh Mann, aus. Linkes Bein. Linkes Bein, schnippschnapp. Schnippschnapp, Beine ab. Ist egal, Hauptsache sie bekommt das Ding nicht aufs Gesicht, dann bleibt sie schön. Ja. Und ohne Beine kann sie nicht weg. Johnny. So, Myria bricht zusammen, schreit einmal und... Ja, sieht gut aus. Dann sind die Krabbenmenschen durch. Die haben vorgezogen. Also der eine Krabbenmensch hat er ausgetroffen, oder nicht? Nee, bei dir ist gar nichts passiert. So, ich möchte jetzt mal dazwischen noch, weil ich habe ja noch alle meine Aktionen und so. Ihre Linse hier abgestrichen. Ich möchte gerne den einen, der bei mir ist, kann ich den auch mit Raufen angreifen, ja, oder? Du bestehst immer noch in Haar für ihn, ja. Das heißt, ich könnte ihn im Prinzip auch in Würgegriff nehmen, ja? Ja, das wäre natürlich unglaublich mutig, ginge. Also einmal mit einer Körperbeherrschungsprobe oder mach mal eine Kletternprobe. Kannst du versuchen. Wie sie jetzt einfach den Typ am Hals packen, das sind jetzt diese Sachen, wo Helden dann geboren werden. Hallo, ich bin klein und galant und ich kann da rum und außerdem greift ihn ja auch noch an. Oder ich erleichter es dir um 3, weil du im Handgemenge stehst, dann auf die Krabbenpanzer springen und dann von hinten versuchen, ihn zu würgen. Das lasse ich zu. Also Kletternprobe erleichtert um 3. Dann hast du vorgezogen. Könntest immer noch würgen oder raufen. Moment. Kletternprobe. Erleichtert um 3, hast du gesagt? Ja. Das wäre für mich die Aktion des Abends, wenn sie den jetzt erwürgt. So, Kasim ist dran. Kasim? Bewegt sich. Machen, oder? Du kletterst da hoch. Du weißt, dass ich zu einem Zeitpunkt irgendwann dran war, wo ich Zugzwang hatte und angreifen musste, dass du zwar deine Krabbenmenschen vorgezogen, aber mein Angriff findet trotzdem statt. Du hast recht.
Und ich habe auch noch eine zweite Aktion, um die ich ihn angreifen kann, oder muss ich die zwei fürs Klettern aufnehmen? Dann mach mal eine Raufen- oder eine Ringprobe, kannst du schon mal würfeln und dann gucken wir uns gleich an, was passiert. Entschuldigung, Rodrigo muss noch einmal... Attacke zum Unterlaufen habe ich ja angesagt, das mache ich auch. Richtig, das ist also Schwert ab 6, weil ich ja das Hansa zu niedrig habe. Das ist gelungen, er hat keine Parade mehr offen, er kann maximal ausweichen, um das zu verhindern. Oh, ansonsten bin ich jetzt auf N ran und kämpfe mit ihm auf N, genauso wie Ephedaios. Gut, kein Problem. Ich bin S. Genau, er kämpft mit seinem Speer in S. Dann ist Rodrigo fertig, hat einmal unterlaufen. Kasim ist dran. Kasim bewegt sich mit der Front. So. Vorwärts. Alle Mann. Wascha, das Viech jetzt. Ja, ich habe die Kletterprobe geschafft und den Raufenangriff habe ich auch geschafft. Gut, dann darfst du mit deinem Dolch Schaden machen. Oder, also ist es jetzt ein regeltechnisches Erwürgen? Ich weiß gar nicht, ob du das über Raufen machen kannst. Ich glaube, du brauchst dafür Überringen. Ich weiß es nicht genau. Ephedaios kennt die Regeln. Also ja, was genau willst du denn machen? Nur Würgegriff. Bei dem einen machst du quasi beim ersten Mal mehr Schaden, beim anderen machst du irgendwie einmal 1d6 dann pro hast Runde du da, halt immer. Hast du das Manöver? Ja, habe ich beide Manöver, habe ich Schwitzkasten und Würgegriff, deswegen... Ich weiß nicht, ob du das überhaupt machen darfst, aber ist okay. Lass dich einfach mal zu. Du hast dich ja mit der Kletternprobe dann erfolgreich nach oben geschwungen. Dann hast du ihn jetzt im Würgegriff. Okay, aber ich weiß gerade nicht, ob es jetzt sinnvoller ist, ihn einfach mit dem Dolch in den Hals zu stechen. Du hast ihn im Würgegriff, so, fertig. Okay. Kasim bewegt sich mit der Front. Genau, du kannst jetzt Schaden auswürfeln. Ephedaios ist dran. Ich mache einen gezielten Stich auf den vor mir. Die hat eine Resistenz 4, meinst du, ne? Die haben Brust und Schutz 5. 5, okay. Zack. Was willst du jetzt machen? Gezielter Stich gegen Wesen? Du musst jetzt fragen, was möglich ist. Das war kein gezielter Stich, zum Würgegriff. Nee, Verdammt, er macht einen gezielten Stich. Achso, entschuldige. Achso, ja, also ist es möglich, warum nicht? Frage ich mal. Weil es ist kein Tier. Bei Tieren musst du die Tiere kennen, aber bei einer Chimäre. Bei Drachen zumindest. Darfst du eine gezielte Stiche auch nur ansagen, wenn du Drachenkunde hast. Der Oberkörper ist ja menschlich und mit menschlichen Körpern kenne ich mich raus. Deswegen muss man immer auf den Kopf. Gut, dann hat Ephedaios eine Attacke mit einem Effortbart, dann kannst du den Schaden auswürfeln. Die haben wie gesagt vorgezogen, die parieren auch nicht, die machen nur Schaden. Wascha hat vorgezogen und Jala hat einen Schnellschuss. Nächste Kampfrunde, Brindigion ist dran, 11. Ich möchte gerne vorziehen. Bevor Brindigion sich jetzt in die Scheiße reitet, ich lasse meinen Bogen fallen. Freie Aktion. Ich habe noch eine freie Aktion und durch Acceleratus kann ich mit eben jener mein Schwert ziehen. Dann habe ich noch eine freie Aktion, wenn ich einen Schritt an den Typen herantreten und den Nahkampf initiieren kann. Tut mir leid, dein Schwert ziehen. Dein Einhandschwert, ne? Nee, Einhandschwert ziehen oder Zweihandschwert, jetzt die Frage. Schwert aus Gürtelscheide. Anderthalb. Okay, dann heißt Einhandwaffe, die du ziehst, dann ist es wirklich eine freie Aktion. Ja. Gut, dann gehst du auch noch heran und könntest zweimal Schlag oder Schlagen parieren. Kannst du ja auch so. Nur so zu Verständnis, die greifen mit ihren Scheren auf S mit den Hämmern auf N an. Richtig. Hm. Also Myrias Bein wurde gerade abgeschnippt mit der S. Ab? Nein, nicht ab. Was? Ich frag mich nur, was davon wohl gefährlicher ist. Ist egal, ich gehe auf N rein, einfach schon um ihn ein wenig anzuhängen und schmeiß noch eine Attacke hinterher. Du könntest warten, gucken, was die tun. Und dann kannst du ja immer noch vorziehen und sagen, stopp, die sollen jetzt mal aufhören. Ging ja auch. Okay, wenn ich dann nochmal vorziehen kann, weil ich ja noch meine... Klar, du siehst ja auch durch deine hohe Initiative, was die tun wollen. Das kannst du erkennen und kannst dann immer noch sagen, nee, Entschuldigung, wenn die jetzt Myria nochmal angreifen, dann ziehe ich jetzt vor und prügel zweimal auf die ein. Das geht ja auch. Okay, ja, in dem Fall warte ich erstmal. Brindigion 11. Brindigion geht auf jeden Fall nochmal einen Schritt weg von dem... Und mal eine Frage, das sind schon so weit Lebewesen, also die haben Muskeln, oder? Ja, Oberkörper menschlich und damit haben sie Muskeln. Okay, also beides, aber von irgendeinem Lebewesen, das heißt, da muss irgendwie was... Es gibt überall was wehtut. Ja. Genau, okay, dann würde ich nämlich wieder einen Zauber anfangen. Ich deute jetzt mit der flachen Hand auf das Wesen und fange an zu zaubern einen Corpo Fesso. Wie lange dauert der? 5 Aktionen, das dauert ein bisschen. Willst du durch? Willst du verkürzen oder sowas? Ne, kannst du nicht. Nee, das ist mit Magieresistenz. Ich glaube, das schaffe ich sonst nicht. Okay. Rodrigo. Ja, Rodrigo wird einfach mal so einen Wuchtschlag 4 versuchen. Dann ziehe ich jetzt erst die Krabbenmenschen vor.
Ich fange mal oben an und Ramirez, du stehst ja noch auf N, richtig? Dann mache ich einmal Scheren nach Ephadaios auf S und einmal Hammer auf Ramirez. So. Das sind zwei Stück. Der eine trifft, das ist der für Ephadaios. Der für Rodrigo trifft nicht. Dann habe ich eine für die Maraske und eine für Wascher. Der trifft beides der nicht. Drauf. Dann mache ich die anderen beiden auch nochmal. Gut. Dann mache ich einen für Yalan und einen für Porkworm. Das heißt, Wascher muss nicht parieren. Da passiert gar nichts. Die Maraske muss nichts machen. Dann ist der Effort-Part misslungen. Möchtest du einen Schicksalspunkt ausgeben? Ja. Dann nochmal neu die Parade.